Okay, dann hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Rahmen unserer Gemeinschaftsausgabe werde ich gleich mit Herr Klaus Reimers ein interessantes und anregendes Gespräch zum großen Thema Gemeinschaften eben führen. Und er selbst wohnt im Schloss Tempelhof seit? Seit Beginn, also seit 2010. Okay, dann fangen wir mal an. Wie bist du denn, also wie ist dein Werdegang und ist Schloss Tempelhof die erste Gemeinschaft, in der du gelebt oder lebst? Oder wie hat sich das entwickelt in deinem Leben? Ja, wie hat sich das entwickelt, ist eine gute Frage. Also ich hoffe, ich finde jetzt immer die richtigen Worte und kann das gut rüberbringen. Also seit ich Jugendlicher bin, merke ich oder habe ich gemerkt, dass mich das anzieht, wo es bei uns in der Stadt, das war eine Kleinstadt in Norddeutschland, die erste Wohngemeinschaft gab. Da war ich wahrscheinlich 16 oder sowas, war ich eigentlich fast jeden Tag dort. Es hat mich einfach angezogen. Und wie ich dann studiert habe, habe ich auch sofort in der WG gelebt. Dann habe ich lange Jahre in einer Kommune gelebt. Also ich habe mein halbes Leben in Gemeinschaft verbracht, mehr oder weniger, und bin halt auch hier von Anfang an dabei gewesen. Und ich hatte damals in München oder bei München gelebt und hatte was gesucht oder wir hatten auch was gesucht, wie wir wieder gemeinschaftlich leben können. Und da gab es einen Kreis, der hieß, wie hieß denn der, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und da wurden immer verschiedene Lebensmodelle vorgestellt, die praktisch auch schon bestanden haben und aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und aus diesem Kreis heraus gab es dann auch eine Gruppe, die schon eine Weile gesucht hatte nach einem Objekt, wo sie als Gemeinschaft hinziehen könnten. Und da sind wir dazugekommen, das war wahrscheinlich 2008, schätze ich mal, und haben 2 Jahre lang gesucht, hatten auch immer wieder in und um München Objekte, aber da andere mehr geboten haben, hat es nie geklappt, weil das ist einfach eine teure Umgebung. Und wir wollten eigentlich nicht weiter wie 40 Kilometer von München weg, weil alle waren da ja tätig. Mhm. Und dann nach 2 Jahren hat so langsam die Ungeduld eingesetzt, wann geht's los? Und dann hat einer im Internet gegoogelt, Dorf zu kaufen gesucht. Und dann ist der Tempelhof aufgetaucht. Und der war halt ein bisschen weiter weg von München. Also wir sind jetzt so 2 Stunden mit dem Auto von München weg. Und das ist es dann geworden. Also so ist der Tempelhof geboren worden. Also den gab es schon länger, der stand eine Weile leer, weil das hier eine Gegend ist, die nicht so wirtschaftlich attraktiv ist. Mhm. Und dann hat es geklappt. Und seitdem sind wir hier. Ja, vielleicht mal so als kurzes Intro, wie der Tempelhof zu uns gekommen ist. Oder wie ihr zu Tempelhof gekommen seid. Oder wie wir zum Tempelhof gekommen sind, genau. Also mein Leben hat immer mit Gemeinschaft zu tun gehabt, eigentlich, solange ich denken kann. Ich habe schon eine Weile auch in einer sogenannten Familie gelebt. Aber wir haben eigentlich immer gesucht wieder nach Gemeinschaft. Und ja. Also das Leben hat mich irgendwie dahin geführt. Ich kann nicht sagen, dass ich das gesucht habe, sondern es war einfach so. Mhm. Und mit der Poesie vielleicht nebenbei war es genauso. Auch das habe ich nicht gesucht, das war einfach so. Es hat mich irgendwie von Anfang an in seinen Bann gezogen und diese 2 Dinge begleiten mich auch seitdem. Ich fand es gerade ganz interessant, was du gesagt hast. Du hast dann auch mal außerhalb der Gemeinschaft in einer Familie gelebt. Wo würdest du denn die Unterschiede festmachen oder welche Unterschiede hast du beobachtet zwischen dem Leben in einer kleinen Familie, wie es eigentlich die meisten Menschen, glaube ich, in Deutschland kennen? Die meisten von uns sind so aufgewachsen oder und irgendwann, wenn man erwachsen ist, dann lebt man wieder in einer kleinen Familie. Im Vergleich oder im Gegensatz zu einer Gemeinschaft, wo man ja mit Menschen zusammenlebt, mit denen man ja keine familiäre Bindung, zu denen man keine familiäre Bindung hat. Ja, gute Frage.
Das ist auf alle Fälle mal kleiner. Es ist überschaubarer Familie. Es ist aber auch enger. Also wir sind ja jetzt, ich meine, es spielt ja auch immer noch die Größe eine Rolle. Also ich habe in WGs gelebt, da waren wir 5, 6 Menschen in dem Haus während des Studiums. Oder ich habe in Gemeinschaften, und auch jetzt sind wir ja über 100 Personen, die hier leben, das ist schon mal ein großer Unterschied. Also ich habe einfach, es ist wie ein Dorf, in dem ich lebe, wo uns halt alles gehört, wo wir eigene Betriebe haben und eigene Landwirtschaft und solche Dinge, aber eben auch eine große Menge an sozialen Prozessen, die weit über das hinausgehen, was ich aus dem Familienleben kenne. Also Familie ist, gerade wenn das frisch ist, dann ist man halt auch irgendwie, sagen wir mal, verliebt oder irgendwas in der Richtung. Und dann ist es auch wunderschön, aber es hat auch was, Familie hat, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem in meiner Sicht, aber es hat auch was, was Enges, was auch was Ausschließendes. So, und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, also wenn ich so rede, muss ich dazu sagen, ich rede in einem Punkt natürlich vom Tempelhof. Ich lebe hier, ich schätze das auch sehr, aber ich rede auch von mir und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Gemeinschaft. Und die gehen manchmal ein Stück weiter, als was nur den Tempelhof betrifft. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe irgendwie eine Schleife gemacht und das Thema vergessen, über was ich was sagen wollte. Dass es enger ist in der Familie. Ja. Also es ist einfach kleiner, enger. Ah ja, das wollte ich sagen. Ah, und die sozialen Prozesse. Genau, soziale Prozesse. Und mittlerweile sehe ich mich weder als Single, noch als Paarbeziehungsmensch, noch als Wohngemeinschaftsmensch, noch als Kommunemensch, noch als sonst was. Ich versuche einfach von mir heraus mit dem, was aktuell passiert, gut umzugehen. Ich möchte nicht mehr in eine Schablone, in einen Kasten rein. Und das ist jetzt ein größeres Thema, da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen, aber es hängt auch mit Gemeinschaft zusammen. Weil das ist ja im Grunde auch ein Konstrukt, ein Konzept, was viel Schönheit hat, aber auch eben sehr viel Prozessarbeit, das war ja auch Ihre Frage, was ist der Unterschied, sehr viel Prozessarbeit fordert. Und wenn man Vielfalt will und nicht sozusagen einen Guru hat, der sagt, wo es lang geht und wir gehen alle hinterher, Vielfalt ist auch anstrengend. Also ich muss mich dann mit allen vielfältigen Meinungen immer beschäftigen, auseinandersetzen, um zu einer Entscheidung zu kommen, die wir vielleicht gemeinsam treffen wollen oder treffen müssen. Und das ist einfach Zeit und Energie, und die muss ich wollen. Und wenn mir das zu viel ist, ist Gemeinschaft vielleicht nicht ganz das Richtige. So. Und ja, das habe ich in der Familie natürlich in dem Ausmaße nicht. Da brauche ich. Ja. Ja, weil ich hatte eben auch auf eurer Homepage gelesen, dass ihr habt keine geistigen, auch keine politischen oder theoretischen Glaubens- oder andere dogmatischen Vorgaben. Und da habe ich mich gefragt, weil das kennt man ja aus religiösen oder politischen Verbindungen, da hat man ja so ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. Was ist denn dann in eurer Vielfalt eure gemeinsame Vision? Was verbindet euch als Bewohner des Schlosses Tempelhofs? Jetzt habe ich dich gerade nicht gehört, das Bild. Ja, meine Internetverbindung ist mal wieder. Hallo? Jetzt besser? Ja, den Rest habe ich wieder gehört. Okay, dann, weil, bei politischen oder spirituellen Gemeinschaften hat man ja ein gemeinsames Credo oder eben ein gemeinsames Dogma oder auch nochmal so eine gemeinsame Vision. Und da wollte ich fragen, da ihr das ja in eurer Homepage hervorhebt, dass ihr das eben nicht habt, was verbindet euch dann als Gemeinschaft? Ja, eine sehr gute Frage, mit der wir auch intern immer wieder zu tun haben. Ah, dann wird es doch interessant hier. Ich habe mir auch selber nochmal, weil ich ja wusste, jetzt kommen solche Fragen, nochmal unsere Werte und Visionen angeschaut. Also das sind ja im Grunde
wenn ich das jetzt mal nur stichwortartig sagen kann, ist da ganz wesentlich Vielfalt, All-Leader-Prinzip, eine Beziehungs- und Kommunikationskultur aufzubauen, Verantwortung zu sich zu nehmen und ökonomische Transformation. Das sind jetzt so ein paar Schlagworte. Aber weil du, ich darf du sagen, oder? Ja, ich glaube, ich duze dich ja auch schon. Also. Ja, ja, ist auch völlig in Ordnung. Weil wir eben nicht so eine, sage ich mal, spirituelle oder religiöse oder sonst eine klare Ausrichtung haben, braucht es immer wieder Auseinandersetzung. Wie gehen wir mit bestimmten Themen um? Und ich glaube, diese Vielfalt ist und dieses All-Leader-Prinzip, also auch in Gemeinschaft, die Verantwortung bei sich selbst zu lassen und nicht sie abzugeben, was ja sehr leicht passieren kann, was auch bei uns passiert, aber wir wollen eben damit achtsam umgehen, dass wir die Verantwortung immer wieder zu uns nehmen. Und das ist vielleicht das, was uns, ich weiß nicht, ist einer der Punkte, die uns vielleicht, wo ich sagen würde, das ist unsere Ausrichtung, diese Vielfalt immer wieder zuzulassen, sich immer wieder dem zu stellen und eben kein Dogma zu haben. Es gibt alle möglichen bei uns, alle möglichen spirituellen Richtungen, die die Einzelnen mehr oder weniger leben. Aber es gibt keine gemeinsame Ausrichtung, das muss jetzt so sein, sonst bist du hier nicht richtig. Das gibt es bei uns nicht. Und das ist ein Wert, den ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze, weil ich es eben auch schon anders erlebt habe und weiß, was dann passieren kann. Vielleicht nicht muss, aber kann. Und ja, also die Achtsamkeit, immer wieder hinzuschauen, bedeutet ja auch eine gewisse Anstrengung oder Herausforderung. Und das muss man wollen. Und vielleicht ist das das, was uns auszeichnet. Und welche war die Grundmotivation, um das Schloss Tempelhof zu gründen im Jahr 2008? Also mit welcher, welcher war der Wunsch, solch eine große Gemeinschaft zu gründen? Ich meine, man hätte auch sagen können, wir suchen uns ein Haus und ziehen da zu 15 oder zu 20 ein. Welche war denn die Vision, oder war es gar nicht geplant, dass es so groß werden sollte? Doch, doch, das war schon geplant. Muss ich mich mal kurz erinnern. Also ich glaube, es ist mal ein bisschen eine Mischung, was ich persönlich denke und was wir als gemeinsame Vision hatten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war dieses Dörfliche, dieses Größere schon wesentlich, um auch also wir wollten ja auch eine eigene Landwirtschaft, wir wollten versuchen, auch nachhaltig und in gewissem Sinne autarker zu leben. Und dazu braucht es auch eine gewisse Größe. Und wir hatten, bevor wir den Tempelhof gefunden haben, wo wir dann langsam gemerkt haben, es ist schwierig, um München herum etwas Kaufbares, Bezahlbares zu finden, hatten wir tatsächlich auch überlegt, uns im kleineren, wir haben das, glaube ich, Nukleus genannt, also Nukleen zu finden, mit mehreren Häusern, weil das Große schien uns fast nicht mehr erreichbar. Und dann war eben doch der Tempelhof da und wir konnten diese große Vision, dieses Größere dann doch realisieren. Ja, also beantwortet das deine Frage? Ja, auf jeden Fall. Macht auch eben Sinn, weil ich hatte mir ja auch auf eurer Homepage einiges angesehen, dass euch ja auch eine andere Form des Wirtschaftens und auch die Landwirtschaft, also dass es auch irgendwie einen, wie könnte ich das jetzt sagen, es hat auch einen wirtschaftlichen und sozialen Aspekt. Also ich hatte das den Eindruck, ihr wolltet ja nicht nur etwas für euch schaffen, sondern wirklich eine ganzheitlichere, andere Lebensweise. Und dafür braucht man dann einfach mehr Raum für viele Menschen. Ja, und ein bisschen war auch, weil du das jetzt sagst, fällt mir ein, ein bisschen war natürlich auch die Idee dabei, eine Art Modell aufzubauen, was auch für andere lebbar werden kann und lebbar ist. Also das war sicher auch ein Punkt, der uns mitbewogen hat, was Größeres zu finden und zu suchen. Und welche war deine persönliche Motivation, in solch einer großen Gemeinschaft zu leben? Weil du hattest ja jetzt gerade in den letzten Sätzen das so ein bisschen unterschieden, so eure gemeinsame Vision und auch dann dein Wunsch. Ja, also im Grunde wollte ich immer in Gemeinschaft leben. Also
Ich kann mich nicht anders erinnern, als nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, dass das immer meine Ausrichtung war. Und das war auch im Grunde, deswegen hatte ich auch bei diesem Treffen, die in München waren, da bin ich ja hingegangen, um wieder irgendwo zu meine Fühler auszustrecken, wo entsteht vielleicht was. Und die persönliche Motivation über das, was ich schon erzählt habe, hinaus. Also ich glaube, ich brauche auf eine Art etwas Größeres als das nur zu zweit sein oder im Kleinen sein. Einmal, um mich selbst zu objektivieren, also um in einem größeren Kreis auch anders wahrgenommen zu werden als nur von einem anderen Menschen. Und auch ich selber nehme ja einen anderen Menschen, wenn man zu zweit ist, anders wahr als vielleicht andere. Und diese Objektivierung, die finde ich sehr gesund. Deswegen ist mir auch, und das war der ursprüngliche Impuls, warum ich Gemeinschaft wollte und auch weiterhin will, das sind im Grunde die sozialen Räume. Das ist nicht die Ökonomie, das ist nicht die Ökologie, was es für andere vielleicht mehr ist. Für mich sind es die sozialen Räume gewesen. Und das haben wir auch, wir haben von Anfang an schon, bevor wir den Tempelhof hatten, haben wir regelmäßig Wir-Prozesse gemacht. Also auch, um uns selber zu hören und auch gehört zu werden und um uns besser kennenzulernen und um auch uns in einer bestimmten Tiefe kennenzulernen, die dann auch erst das Vertrauen schafft, was man braucht für so ein Projekt, glaube ich. Mhm. Könntest du noch mal weiter auf diese sozialen Prozesse eingehen? Ja. Also vielleicht praktisch, wir haben, wie gesagt, von Anfang an immer diese Wir-Prozesse gehabt. Das ist von dem Scott Peck, diese Community Building, darauf baut es auf. Der hat ja so, ich glaube, 10 Empfehlungen, die sind sehr, sehr einfach. Es dauert immer ein Wochenende und für mich hat das immer eine sehr besondere Tiefe, weil das eben auch ein All-Leader-Prozess ist. Da gibt es nicht einen, der das Ganze leitet und der sagt, geh doch mal mehr in die Richtung und die Richtung. Das kann auch mal sinnvoll sein, aber ich habe eben genau dieses All-Leader-Prinzip darin sehr, sehr wichtig gefunden, sozusagen, dass wir uns alle auf Augenhöhe auch begegnen können. Diese Augenhöhe ist, finde ich, gerade für Gemeinschaften sehr, sehr wichtig und da muss man auch sehr achtsam sein, dass die nicht verloren geht, weil man sich auch gern zurücklehnt und gern denkt, ach, der kann das so gut, dann lasse ich das mal den machen. Und Verantwortung abzugeben kann auch mal okay sein oder ist okay, aber dauerhaft soziale Verantwortung und vielleicht auch von mir was abzugeben, was eigentlich für meine Entwicklung aber wichtig ist. Ja, also daher finde ich die sozialen Räume wichtig und finde auch die Kontinuität dieser sozialen Räume wichtig. Weil ich glaube, wir alle wollen gehört werden. Wenn ich einen anderen treffe, das Erste, was wir machen, wir erzählen uns, was haben wir erlebt, was ist uns gerade im Kopf, wo gibt es gerade Probleme, irgendwie Eifersucht oder was weiß ich. Also wir erzählen gerne und wir hören auch gerne, weil dann sind wir informiert. Ja. So, was ist gerade los in meinem Umfeld? Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges und sehr Menschliches. Und das hat eine andere Qualität, wenn ich kontinuierliche soziale Räume in einer Gemeinschaft habe, als wenn ich es nur zu zweit mache oder im kleinen Raum. So, das ist vielleicht ein Aspekt, was soziale Räume betrifft. Und da haben wir eben so einen wöchentlichen Kreis. Neben dem Wir-Prozess, den wir ein paar Mal im Jahr anbieten, haben wir auch noch Forum. Das weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist sozusagen da sitzt man auch am Wochenende zusammen, meistens ein Wochenende und es ist im Kreis und es gibt aber ein oder zwei Begleiter. Du gehst dann in die Mitte und sprichst von dem, was dich gerade bewegt und die Begleiter, die das begleiten, diesen Prozess sagen, wenn sie irgendwas merken, schau doch mal da lieber rein oder so. Also es ist ein begleiteter Prozess. Dann haben wir einmal die Woche ein Sozialforum am Abend, wo im Grunde alles, was emotional und sonst wie im Dorf da ist, reinkommen kann. Dann haben wir ein paar Mal im Jahr sogenannte Intensivzeiten, wo wir zu einem Thema über einen längeren Zeitraum, also entweder über ein Wochenende oder zum Jahreswechsel sogar über eine ganze Woche,
bestimmte Themen behandeln. Also sei es, ja, was haben wir da gehabt? Bauen, Bauprojekte oder also ökologische Themen oder ökonomische Themen oder was haben wir noch gehabt? Also diese Jahreswechsel Intensivzeit ist etwas länger und auch für mein Empfinden intensiver. Da machen wir immer auch einen Rückblick, was war im Jahr, was ist gelungen, was gibt es für Punkte, wo wollen wir weiter im nächsten Jahr hin? Und alle sozialen Bereiche werden da eigentlich, oder alles soziale Geschehen, gibt es da eine Möglichkeit für alle, sich einzubringen und sich damit zu zeigen. So zu den sozialen Räumen ist, glaube ich, das Wesentliche. Und wie trefft ihr eure Entscheidungen? Also welcher ist euer Entscheidungsfindungsprozess? Ja, also zum einen haben wir das Konsensprinzip. Mit 100 Leuten? Ja. Oh wow, und wie lange dauert das dann, so ein Konsens bei 100 Menschen? Das muss man sehen dazu, dass wir natürlich über die 10, 12 Jahre auch viel gemeinsam gelernt haben. Also wir haben, glaube ich, schon gelernt, sehr viel, was den Umgang miteinander betrifft, wenn da auch noch viel zu tun ist. Aber gerade was Entscheidungsprozesse betrifft, also es hängt noch ein bisschen von den Entscheidungen ab. Geht es um persönliche Entscheidungen? Also könnte ich vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, aber wenn neue Menschen in die Gemeinschaft wollen, da gibt es ein anderes Abstimmungsverfahren. Da gibt es ein, ich glaube, vierstufiges. Da braucht der Mensch, der dann um den es letztlich geht, braucht 2/3 Ja-Stimmen und dann gibt es noch Enthaltung, beiseite treten, glaube ich, und Veto. Und wenn er kein Veto und kein beiseite treten hat, ist eine Enthaltung kein Ja. Er braucht also eine bestimmte Anzahl Ja-Stimmen. Das ist ja im Konsensprinzip ein bisschen anders. Genau, dann müssen sich ja alle gleichzeitig einig sein. Ja, beim Konsens ist ein bisschen, müssen sich auch nicht alle ganz einig sein. Beim Konsens ist es ja 6-stufig. Mhm. Und da gibt es Ja-Stimmen, da gibt es leichte Bedenken, Enthaltung, schwere Bedenken, beiseite und Veto. Und wenn es kein Veto gibt, geht es im Prinzip durch. Mhm. Weil beiseite treten hat, ich bin zwar eigentlich nicht dafür, aber ich lasse es laufen. So, und wir haben aber darüber hinaus im Laufe der Jahre so ein abgestuftes Verfahren entwickelt. Es gibt ja bei uns Betriebe, die entscheiden in gewissen Dinge selber. Die haben sozusagen ein gewisses Entscheidungs- und auch Finanzbudget, was sie in dem Betrieb selber entscheiden können. Dann gibt es einen Unternehmerkreis, wo sich die Betriebe treffen und Dinge, die über ihren eigenen Rahmen hinausgehen, schon mal vorbesprechen. Dann gibt es das Bewohnerplenum als nächste Stufe, wo Punkte reinkommen per Antrag. Die müssen einen bestimmten Zeitraum vorher eingebracht werden und werden auch an alle veröffentlicht, dass man sozusagen vor dem Bewohnerplenum damit beschäftigen kann und dann auch entsprechend abstimmen kann. Und dann gibt es das Dorfplenum. Da werden größere Entscheidungen von allen im Dorfplenum getroffen. Manches kann im Bewohnerplenum entschieden werden. Wenn man dann allerdings im Nachhinein noch ein Veto hat, muss es doch ins Dorfplenum. Ah. Es gibt noch eine Sache, die wir entwickelt haben, die finde ich sehr wertvoll. Mhm. Und das ist bei Abstimmungen, weil du ja gefragt hast nach Entscheidungen. Erstmal gibt es ein Meinungsbild. Das heißt, wir stimmen noch nicht ab. Der Punkt wird vorgestellt. Es gibt Sachfragen zu dem Punkt. Wenn alle Sachfragen gestellt sind, also noch kein Austausch, wie ich das finde oder so, sondern nur Sachfragen, dann gibt es ein Meinungsbild. Und dann gibt es einen Austausch über das Meinungsbild. Warum bist du dagegen? Warum bist du dafür? Warum hast du Bedenken oder enthältst dich? Und dann merkt man, also dann verändert sich auch oft noch was, weil man denkt, den Aspekt habe ich ja gar nicht beachtet oder bedacht, stimmt eigentlich. Und dann kommt erst sozusagen die Abstimmung, wo wirklich dann entschieden wird. Also es hat sich im Laufe der Jahre so ein Teppich von Achtsamkeit entwickelt, mit solchen Entscheidungsfindungen gut umzugehen. Ja. Ja, spannend. Und ich hoffe, ich überfalle dich nicht mit so viel Input.
Nein, Also nein, 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 überhaupt. Also, nein, auf gar keinen Fall. Aber du hattest auch irgendwann nochmal ganz am Anfang, also kurz nachdem ich die Frage gestellt habe und du angefangen hast zu antworten, gesagt, dass es nochmal anders ist bei persönlichen Entscheidungen. ja. Was meintest du damit? Also Also es persönliche gibt ja. Entscheidungen nur für sich oder persönliche Entscheidungen, die zwei Menschen betreffen? Nein, damit meinte ich bei Personalentscheidungen. Also es gibt ja bei uns ein abgestuftes Annäherungsverfahren. Angenommen, es gibt jetzt Leute, die interessieren sich für Gemeinschaft, dann gibt es erstmal ein Infocafé, da kann man mal reinschnuppern, was ist da überhaupt los. Wenn man weiterhin Interesse hat, gibt es ein Kennenlernwochenende, da ist man ein ganzes Wochenende da. Wenn man weiterhin Interesse hat, gibt es verschiedene Veranstaltungen wie Wir-Prozesse oder also Zeiten, wo man als Gruppe bis zu einer Woche sogar da ist. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat von Gemeinschaft und weiterhin will, dann gibt's ein Bio, dann spricht man mit unserem sozialen Wachstumskreis, heißt der. Und dann kommt ein Biografieabend, da stellt sich diese Person, die kommen will, biografisch vor. Und dann gibt es eine Abstimmung über eine Annäherung, die dauert ein Jahr. Ah ja, Und das dann wollte ich fragen. ist, wenn das Jahr okay ist von allen Seiten, dann ist dieser Mensch ein Jahr in Annäherung. Nach einem halben Jahr gibt es so eine Art Halbjahrsfeedback. Evaluation. Genau. Und ist natürlich wichtig, dass diese Person in diesem Jahr auch möglichst oft hier ist, am liebsten sogar hier wohnt. So, und nach einem Jahr gibt es dann erst das Okay. Es gibt auch Menschen, die, also das im Grunde spürt man immer beidseitig, ob es stimmig ist oder nicht. Ja. Entweder wir brauchen eigentlich niemanden zu sagen, also ich glaube gar nicht, dass ich das schon erlebt habe. Also du bist nicht gewollt oder so nach einem Jahr, sondern entweder der merkt, oh, das ist mir einfach, das ist gar nicht das, was ich wollte. Und ja, und dann löst sich das eigentlich immer im Einvernehmen wieder auf. Aber ja, so ungefähr geht unsere Annäherung, wenn man also in unsere Gemeinschaft will. Und Der auch. dieses Nahmeprozess. Prozedere ist bei großen Gemeinschaften, glaube ich, ziemlich ähnlich, auch in anderen Gemeinschaften. Also das ist so ein richtiger Slalom, den man als Annäherer eigentlich erstmal laufen muss, um ein Gefühl zu kriegen, wie geht das, wie fühlt sich das wirklich an bei uns. Ja, spannend. Na gut, dann würde ich jetzt sogar schon zu. Ah ja. Noch eine Frage, weil du hattest ja auch in unserem Telefonat gesagt, dass sich ja die unterschiedlichen Mitglieder ja eher so in unterschiedlichen Projekten oder in unterschiedlichen Arbeitsbereichen betätigen. Und dein Arbeitsbereich ist ja auch eher Kunst und Kultur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da wollte ich eben fragen, ja, welche Bedeutung oder welche Rolle nehmen denn künstlerische Projekte bei euch ein, also künstlerisch und kulturelle? Und ja, ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich es vergessen, aber erstmal dann die Frage. Ja. Also ganz persönlich ist mein Blick auf Kunst, also hat überhaupt nichts mit Kunstmarkt zu tun. Ich finde das sogar entgegengesetzt der Kunst, was Ja. da zum Teil passiert, zum Großteil. Kunst ist für mich im Grunde Lebensgestaltung. Also auch Sprache ist für mich Kunst. Bewegung, im Grunde das ganze Zusammenleben ist letztlich Kunst. Also wenn ich wirklich achtsam mit mir und dem Umfeld bin und das schaffe, das ist ja auch eine Herausforderung, also eine Art Bewusstseinstraining, dann bin ich immer künstlerisch unterwegs, dann bin ich immer gestaltend unterwegs. So. Von daher ist es, und ja, es ist irgendwie ich habe das früher gar nicht gewusst, so als junger Mensch, dass mir das so wichtig ist. Hätte ich es gewusst, hätte ich wahrscheinlich was anderes studiert oder mich anders ins Leben bewegt. Was Aber hast du das denn liegt studiert, wenn ich fragen darf? Pädagogik. Peter, Aber das. Ich wusste eigentlich, ich wollte eigentlich gar kein Pädagoge werden. Das habe ich nicht gemacht, um Pädagoge zu werden, sondern mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich habe so ein Heftchen gehabt nach dem Abi, was man wo studieren kann, und dann habe ich angekreuzelt oder weggestrichen und irgendwann ist das übergeblieben. So und so nach dem Ausschlussverfahren hast du dein ja. Studium dann Ja, ausgewählt. genau. Und irgendwie ist mein Leben vielleicht auch so verlaufen, dass ich irgendwie immer weiter gesucht habe, was zieht mich eigentlich so?
Und das waren gar nicht so richtige Entscheidungen, unbedingt das will ich, sondern das hat mich gezogen und dann habe ich es probiert. Also vielleicht habe ich mehr so ein experimentelles Leben geführt, das kann man vielleicht so sagen. Und das führt sich ja, und das steht ja auch bei, in eurem Text, steht ja drin, was du mir geschickt hast, sie experimentieren neue Formen des Zusammenlebens. Ja. Steht in diesem E-Mail, in dieser E-Mail, die du geschickt hast. Ja, und so ist es. Gemeinschaft ist ein dauerndes Experiment und das mag ich. Und es ist aber auch anstrengend auf eine Art. Und weil du jetzt nach Kunst gefragt hast, weil ich ja der Kunst eine sehr wichtige und wesentliche Rolle gebe, weil sie auch für mein Empfinden viel mit Bewusstwerdung zu tun hat. Denn alles, was ich künstlerisch gestalte, habe ich das Gefühl, da entsteht auch, hat auch was mit Bewusstseinsentwicklung zu tun, wo ich merke, aha, also ich kann auch, ich mache sehr viel Poesie und male und tanze und alles. Und ich, es geht am besten, wenn ich, wenn ich gar nicht weiß, so was, also rational gar nicht weiß, was will, soll denn da jetzt kommen, sondern wenn ich mich auf Neuland einlasse, wenn ich mich auf unbekanntes Terrain begebe, dann tauchen Dinge auf, wo ich merke plötzlich, wow, stimmt, schön, das ist also aufgestiegen, was mich selber manchmal überrascht. So. Und deswegen liebe ich auch Poesie, weil das, da habe ich das Gefühl, da darf was aufsteigen, was ich vorher selber noch gar nicht wusste. Mhm. Und deine Frage, Kunst in Gemeinschaft, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, sie hat zu wenig Bedeutung in Gemeinschaft. Weil, und das ist jetzt vielleicht noch ein neuer Aspekt, weil wir alle so viel zu tun haben. Wir haben Arbeit, um zu leben. Wir haben vielleicht eine Familie, da müssen wir uns um Kinder und so weiter kümmern. Wir haben eine Beziehung, die will gepflegt werden. Wir haben Gemeinschaftsdienst oder Ehrenämter, die brauchen auch Zeit. Wir haben Plänen, Arbeitsgruppen. So, wenn ich das mal alles zusammennehme und dann soll ich noch Kunst machen und auch unsere sozialen Räume kommen für mein Empfinden manchmal etwas zu kurz, weil wir einfach viel zu tun haben. Mhm. Und ja, und da, das ist ein Punkt, der mich dauerhaft beschäftigt. Ich bin jetzt älter, ich bin 89, werde jetzt 69. Also ich habe vielleicht eine gewisse Freiheit, weil ich mich nicht mehr um kleine Kinder kümmern musste unbedingt. Ich habe noch keine Enkelkinder. Und diese Freiheit genieße ich, ist aber auch ein Umstellungsprozess. Die muss ich überhaupt erstmal realisieren und annehmen und nicht das Gefühl haben, ich muss ständig irgendwas tun. Und so erlebe ich aber viele in Gemeinschaften, die sind manchmal bis hier dicht mit Arbeit und Verantwortung und Verantwortlichkeit. So. Und das ist vielleicht mit ein Grund, weil Kunst kommt dann erst als nächstes, warum das etwas zu kurz kommt. Und deswegen versuche ich, soweit ich das kann, dieses Feld bei uns offen zu halten. Immer wieder damit ins Dorf zu kommen, immer auch wieder Veranstaltungen oder Impulse reinzugeben. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, dass das eine Wertigkeit behält und vielleicht auch noch vergrößert kommt. Ja. Ja, schön. Vielen lieben Dank. Ja. Also einen Satz will ich dir noch sagen, weil ich habe ja in der Vorbereitung ein bisschen mich auch auf dieses Interview ein bisschen mich mit dem Ganzen beschäftigt, was ich sehr schön fand. Es war ein richtig guter Impuls. Und mir ist ein Satz eingefallen, oder zwei Sätze, die ich wesentlich finde. Das eine hängt auch mit diesem Experiment zusammen. Mhm. Das heißt ja, wir sind im Grunde nie am Ziel. Wir sind immer auf dem Weg. So. Also das finde ich sehr wichtig zu wissen. Ich bin hier nie am Ziel. Das ist eigentlich immer so, aber bei Gemeinschaft wird es einem vielleicht noch bewusster, weil so viele Prozesse da sind, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und das andere hängt mit dem zusammen, was ich gerade am Schluss gesagt habe. Das will ich jetzt nicht überbewerten, aber das ist etwas, mit dem ich mich sehr auseinandersetze und weiter dran arbeite. Nämlich mir ist der Satz eingefallen, frisst die Gemeinschaft ihre Kinder. Das heißt, was machen wir eigentlich? Wissen wir eigentlich genau, also ist das, was ich will, warum ich in Gemeinschaft gegangen bin und das, was wirklich da passiert,
Also ist diese Balance zwischen den beiden Polen, ich und wir, ist die wirklich in Balance? Weil das sind im Grunde zwei sehr entgegengesetzte Pole. Das Ich, die Individualisierung so der letzten paar hundert Jahre und ja, diese archaische Bedürfnis nach wir, nach Gemeinsamkeit, nach Nähe, nach Verbundenheit. So, ja. Wie geht das? Okay. Ja, aber ja gut, aber jetzt hast du nochmal so ein weites Feld aufgemacht. Ich glaube, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen. Was meinst du damit? Mit der Frage oder mit dem, mit dieser Einsicht oder ja, oder Frage, eher offene Fragestellung, frisst die Gemeinschaft ihre Kinder? Was hat dich zu diesem Gedanken geführt? Ja, im Grunde all das, was ich davor schon gesagt habe, nämlich Gemeinschaft ist so eine Art Sehnsuchtsort. Mhm. Wir gehen doch in Gemeinschaft, weil wir da was erfüllt haben wollen, was wir sonst, wenn wir da nicht sind, also so erlebe ich das bei vielen, die sich bei uns auch annähern wollen, was ich sonst nicht habe. Da fehlt irgendwas. Also mir fehlt was, wenn ich nicht in irgendeinem Gemeinschaftskontext auf irgendeine Art eingebunden bin. Das ist für mich persönlich so. Und was fehlt dir dann, Klaus? Hast du das herausfinden können? Also außer das ist eine zu persönliche Frage, aber dann wird es immer spannend. Was mir da fehlt? Ja. Ja, das habe ich auch vorhin, glaube ich, versucht zu sagen. Da fehlt mir dieses Größere. Mhm. Da fehlt mir die Objektivierung, dass ich nicht, ich will mich nicht mit einer Person streiten. Ich will nicht auf eine Person, wenn ich es wäre, eifersüchtig sein. Ich will nicht einer Person für irgendwas eine Schuld oder eine Verantwortung zuschieben. Und ich glaube, diese Wachheit, um diese Wachheit in mir wirklich wach zu halten, brauche ich in irgendeiner Form die Reflexion von anderen. Ich brauche das Eingebundensein und die Reflexion von Menschen, die mich kennen. Nicht nur von Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe. Und das habe ich ja nur in einem Rahmen, wo eine gewisse Kontinuität an Zusammensein da ist. Ja. Da entsteht eine Art Vertrauen und auch sich kennen und auch das Aushalten von Kritik. Also auch das Aushalten von, ich meine, niemand hört vielleicht gern Kritik, weil das immer so, oh, ich bin falsch. So. Aber eigentlich brauche ich einen Raum, wo das sein darf, wo auch Konfrontation sein darf. Und zwar auf einem Level, wo wir uns gegenseitig auch vertrauen und wo wir auch wissen, das ist nicht alles an Wahrheit, was der da gerade sagt. Die Wahrheit ist viel größer. Wenn ich irgendwie auf wen irgendwie einen Trigger habe und ich schimpfe, dann ist das was sehr Kleines im Grunde. Hey, Moment, tut mir leid, ich wohne ja auch in einer Gemeinschaft und die Tür klopft und niemand macht auf. Ja, kein Problem. Okay, ich bin zurück. Entschuldigung. Kein Problem. Also wir waren ja ein bisschen dabei, Sehnsuchtsort Gemeinschaft und die Gemeinschaft frisst ihre Kinder. Wie meine ich das? Und was war das Letzte noch? Kritik. Kritik, ja genau, Kritik. Also ja, ich glaube, das braucht eine gewisse Vertrauensebene, um das auch aufnehmen zu können. So. Und das finde ich aber sehr, sehr wesentlich. Also ich will kein Eremit im Wald sein oder in einer Großstadt. Ich will Verbundenheit. Ich brauche das. Und das brauche ich auch, um mich auch immer wieder selbst im Fluss zu halten und in Bewegung zu bleiben. Und das kann man vielleicht auch anders für sich lösen, indem man sehr diszipliniert, was weiß ich, meditiert oder so. Für mich ist das Modell der Gemeinschaft immer anscheinend das gewesen, was mich am meisten gezogen hat.
Und deswegen habe ich es gern gelebt. Und was ich meine mit Frist, die Gemeinschaft, ihre Kinder, ist eben, haben wir noch genügend Raum bei all dem, was Gemeinschaft von uns fordert und was auch in den meisten Teilen sinnvoll oder vielleicht auch notwendig ist, haben wir noch genügend Raum, um unseren Sehnsüchten, die uns ursprünglich in die Gemeinschaft gebracht haben, noch genügend Aufmerksamkeit und Raum zu geben. Also vielleicht braucht es da auch auf irgendeiner Ebene was Neues, also was wir ja noch gar nicht jetzt angesprochen haben und was aber gerade in gewissen Lebensphasen eine riesige Rolle spielt, eine so große Rolle, wo ich glaube, dass das alles andere fast in den Schatten stellt, das ist die Sexualität. Das Thema haben wir ja noch gar nicht benannt sozusagen. Ja. Und das wäre ein neues Thema, was auch mit Lebensphasen zu tun hat und was damit zu tun hat, welche Art Gemeinschaft oder was kann ich einfach, Gemeinschaft ist ja auch ein Findungspool, also eine große Gemeinschaft, ein Dorf. Ist auch ein Findungspool. Man findet auch Menschen, die einem nahe sind, die ähnliche Interessen haben, die einen vielleicht auch anziehen und die man für attraktiv findet. Also auch das spielt ja eine Rolle. Und wie gehen wir damit gut um? Was braucht es denn da? In Familie, als Single, in Gemeinschaft oder in der sogenannten Polyamorie, wo ich sehr, sehr skeptisch bin. Aber was braucht es da? Also Polyamorie bin ich nicht skeptisch, weil ich was gegen eine freiere Sexualität habe, sondern weil ich dieses Modell nicht ganz, da habe ich so meine Bedenken, aber ich weiß vielleicht auch zu wenig. Ja, ich glaube, wenn wir das Feld jetzt noch aufmachen würden, dann würden wir noch 2-3 Stunden miteinander sprechen. Und ich glaube, das kann ja eine neue Ausgabe von euch werden.